Heute Morgen hat es in Dreisen eine Schussabgabe gegeben. Können Sie aus polizeilicher Sicht erzählen, was sich dazu getragen hat? Ja, gegen 5 Uhr hat ein Nachbar über Notruf angezeigt, dass eben einen Schuss wahrgenommen hätte in einem Mehrparteienhaus. Aufgrund dessen sind dann unsere Streifen zugefahren, haben dann auch diese verletzte Person gefunden, haben dann sofort begonnen, das Haus nach dem Täter zu durchsuchen. Und bei dieser Durchsuchung haben sie Rauchentwicklung wahrgenommen aus einer Wohnung, nämlich aus der Wohnung des vermeintlichen Täters. Um hier einen Großbrand zu verhindern, haben dann unsere Polizisten sehr rasch reagiert, haben sich Atemschutzmasken von der Feuerwehr ausgeborgt, haben dort die Tür aufgebrochen, haben den Raum gesichert und dann hat die Feuerwehr sehr, sehr rasch diesen Brand gelöscht. Ja, es hätte mitunter auch ein Großbrand entstehen können. Der Täter war dann flüchtig, ist nicht in der Wohnung aufgefunden worden. Wie ist es dann weitergegangen? Ja, wir haben dann nach der Erstversorgung des Opfers sofort eine Alarmfahndung ausgelöst. Nach diesem Beschuldigten, nach diesem vermeintlichen Täter. Wir haben viele Kräfte zugezogen nach Dreisen. Unter anderem war auf der Zufahrt das Einsatzkommando Cobra. Wir hatten den Hubschrauber im Einsatz. Das heißt, wir hatten wirklich sehr viele Streifen hier vor Ort. Und da dürfte dem Täter dann der Fahndungsdruck zu groß geworden sein und hat sich dann letztendlich selbst auf der Polizeiinspektion in Dreisen gestellt. Wie geht es dem Opfer bzw. wo ist es verletzt worden? Ja, das Opfer hat einen Bauchschuss erlitten durch eine Schusswaffe, ist in Lebensgefahr. Meinen Informationen, letzten Informationen zufolge befindet sie sich in Lebensgefahr, aber trotz alledem der Zustand ist Gott sei Dank stabil. Weiß man schon irgendwas, warum es diese Schussabgabe gegeben hat? Jetzt arbeitet das Landeskriminalamt Niederösterreich, die Tatortgruppe, und auch die Mordabteilung an diesem Fall. Das heißt, hier werden Ermittlungen durchgeführt, Einvernahmen durchgeführt und da erhoffen wir uns in Bälde ein Ergebnis. Der Mann hat sich ja gestellt. Hat er auch zugegeben, geschossen zu haben? Er ist geständig, die Tat begangen zu haben, hat aber keine Waffe bei sich. Das heißt, er gibt auch keine Angaben dazu ab, wo er diese Waffe hat, weshalb unsere Kollegen jetzt auf der Suche nach dieser Waffe sind. Warum glauben Sie, hat der Mann die Wohnung in Brand gesteckt? Das kann ich Ihnen nicht sagen, das muss dann ermittelt werden, eben durch die Einvernahme. Fakt ist, durch das rasche Einschreiten der Polizisten gemeinsam mit der Feuerwehr haben wir hier Gott sei Dank einen Großbrand verhindert. Letzte Frage, wissen Sie, wann man ungefähr damit rechnen kann, ob man weiß, ob das Opfer außer Lebensgefahr ist oder nicht? Ja, wie gesagt, die Verletzung ist lebensgefährlich. Ich kann Ihnen nicht sagen, wann es das nächste Update hinsichtlich dieser Verletzung gibt. Ich kann Ihnen auch noch nicht sagen, wann eben damit zu rechnen ist, damit wir sagen können, was denn das Motiv für diese Tat war.